nachdem es released wurde, da ich zu diesem Zeitpunkt noch etwas jünger war und ich mich da eher mit Age of Empires bzw. Empire Earth beschäftigt habe. Habe ich es mir dann von einem Freund ausgeliehen und war sehr überrascht. Ich habe die Story ja verschlungen, um es genauer zu sagen, und ich war einfach begeistert davon. Warcraft 3 hat eine wirklich sehr, sehr schöne Story. Da kann man... Also man kann vielleicht meckern, aber... Es ist überwältigend, was sich da die Entwickler von Blizzard ausgedacht haben. Okay, da sollten wir mal einen Arbeiter hochschicken, um den Turm hier oben zu reparieren. Okay. Ach, übrigens ist Warcraft 3, für diejenigen, die es nicht wissen, bisher nur für den Computer rausgekommen. So, deshalb sieht der Bildschirm vielleicht auch etwas merkwürdig aus, weil ich an einen 16:9 Bildschirm spiele und Warcraft 3 normalerweise ein 4:3 Format hat. Okay, dann erkunden wir mal das Gebiet. Natürlich, da ich weiß, wo ich schon ungefähr hingehen muss. Seid gegrüßt, werter Mensch. Wollt ihr an unserer Jagd teilnehmen? Was jagt ihr Zwerge denn in dieser Gegend? Wir jagen Schwarzdrachen. Man sagt, das Blut der Drachen könne Waffen mit Feuerzaubern versehen. Ich bin sicher, meine Kameraden teilen den Zauber mit euch, wenn ihr sie findet. Die Feuerzauber, die ihr sucht, könnten nützlich sein. Die Bestie, die wir jagen, heißt Sirinox. Mit eurer Unterstützung hat das Monster keine Chance. Okay. Die Zwerge haben uns hier prinzipiell zu einer, ja sag mal, eine Jagd eingeladen. Und jagen sollen wir einen Großdrachen, einen schwarzen Großdrachen. Und wenn wir dann, wenn wir jetzt damit fertig sind, beziehungsweise können wir jetzt die Zwergeneinheiten auch in unserer Kaserne errichten. Und... Oh. Törichter Paladin. Die Hexenmeister vom Blackrock-Clan haben gesprochen. Bald wird es Dämonen vom Himmel regnen. Und diese jämmerliche Welt wird... Juhu. Ja, ja. Dieses Gesülze... Ihr Orks werdet es... Über so etwas. Ja, das ist jetzt wieder, ob ich das eine P12-Szene nennen soll. Vom Pech verfolgt der Soldat. Ja, ein Opferritual. Ob das so toll ist, das will ich jetzt nicht in Frage stellen, beziehungsweise hinterfragen. Aber nun ja. Das Blöde jetzt an den Drachen ist, dass, sag mal, normale Einheiten, Bodeneinheiten, wie zum Beispiel meine Soldaten sie nicht angreifen können. Allerdings können die Scharfschützen der Zwerge es. Okay, hier dürfte dann schon der Großdrache sein. Und unsere Zwerge werden ihn einfach von Himmel holen. Und währenddessen kümmern sich unsere Soldaten um die Skelette auf dem Boden. Überraschend, dass ein Drache überhaupt Skelette auferstehen lassen kann, aber ich, ja. Okay, jetzt haben wir das Drachenherz bekommen. Glaube ich zumindest. Ah ne, hier ist das Drachenherz. Okay, wenn wir es jetzt zu den Zwergen zurückbringen, dürfen wir eine Belohnung erhalten, und ich sehe gerade, dass unsere Stadt angegriffen wird und ich leider nur ein Soldaten hier habe, da ich zu blöd war, um weitere Häuser zu errichten. Ach, zurück zur Arbeit. Dann bin ich blöd. Okay, errichte mir mal ein paar Häuser. Ja, das könnte zu den Umständen lustig werden. Schicke ich mal ein paar Scharfschützen hoch. Allerdings dürfte das Problem gleich beseitigt sein. Ja, vielleicht muss ich doch noch mal einen zweiten... Ja, Arbeiter errichten, mehr Höfe errichten.
Mann, Kratz, du bist heute mal wieder so unendlich schlau. Tut mir leid. Stellst du schon wieder daher. Nun werde ich eure Waffen neu schmieden, damit sie mit sengender Hitze. Juhu! Jetzt kriegen wir ein Waffen-Upgrade. Besteht etwa Gefahr? Und Arthas hat eine Feuerkugel erhalten. Damit richten unsere Nahkampfangriffe jetzt auch Feuerschaden an. Okay, jetzt haben wir den optionalen Quest in diesem Gebiet erledigt. Yay, ich kann einen Arbeiter errichten. Wow. Und jetzt wollen wir was sehen. Ich habe eigentlich genug Gold. Ihr Arbeit ist verbracht. Du gehst mal reparieren, während der neue Arbeiter dann weitere Höfe errichtet. Anderes Feature von Warcraft 3 ist halt, dass man hier oben sieht, Kosten. Das heißt, wenn man 0 bis 40 Essen hat, wirft die Goldmine 100% des Goldes ab. Das heißt, 100% sind 10. Und umso mehr Truppen man befehligt, umso mehr Gold braucht man, um diese auch zu versorgen. Das heißt, dass dann die Goldmine noch 7 Gold, beziehungsweise später, wenn man ganz viele Einheiten hat, nämlich schon 71 bis 90, noch 40% abwirft. Das heißt, wenn man schon eine riesige Armee hat, kann man sie dann nicht so leicht einfach vergrößern, was auch ein sehr bedeutendes Element ist innerhalb dieses Strategiespiels. So, dann dürfte unsere Armee natürlich hier auch groß genug sein, um dann das Orklager zu attackieren. Wagen wir uns, ja, nein, vielleicht, ach, gehen wir einfach lang. Hinauf! Hier sind einfach Speer, die natürlich gegen unsere riesige Übermacht keine Chance haben werden. Okay, unsere Arbeit hat mal wieder nichts zu tun. Was soll denn errichten? Einfach ein paar mehr Häuser. Ich glaube, dass es jetzt relativ schnell vorüber sein wird. Übrigens, falls euch irgendwas an diesem Let's Play nicht gefallen sollte, kommentiert es einfach, sagt es. Wenn ihr es, könnt von mir auch sagen, dass ich scheiße bin innerhalb des Let's Play und ja, wenn ich es lassen soll, ihr könnt es auch gerne kritisieren. Ich habe da kein Problem damit, da ich Kritik immer gerne aufnehme, um, sag mal, zu wissen, was ich verbessern soll. Okay, jetzt sind wir schon wieder am Opferaltar und werden uns jetzt um den Klingenmeister hier kümmern. Und ich merke gerade, meine Armee ist viel zu groß. Ich hätte schon viel früher hochgehen können und damit wertvolle Zeit sparen können, aber nein. Ich muss natürlich erstmal wieder Dutzende von Einheiten errichten. Zeit verschwenden, Höfe bauen. Okay, Hauptquest erledigt. Damit dürften wir diese Mission, glaube ich, ja auch abgeschlossen haben. Soweit ich mich da entsinnen kann. Sieg, ja. Ich weiß nicht, Mutter. Diese Orks haben Dorfbewohner geopfert. Ich glaube, sie wollten Dämonen beschwören. Hab Vertrauen, Freund. Diese Orks klammern sich an aussterbende Traditionen. Wir haben ihre Dämonen vor. Nicht wirklich, aber was soll's. Obwohl, ja, sie haben nicht direkt gegen Dämonen gekämpft. Zumindest nicht die Menschen. Janas Zusammenkunft, 2 Wochen später in den falschen Gärten von Dalaran. Falschen Gärten. Auch tolles Wort. Ach, das ist übrigens ein Prophet, der den Krieg voraussieht. Und das ist Antonidas, der Anführer von Dalaran. Irre? Vielleicht weiß es auch einfach nur besser, aber psch. Ich habe
Nordländern grassiert. Glaubt ihr wirklich, dass sie magischen Pest? Viele spricht dafür. Darum musst du dorthin reisen und Ermittlungen anstellen. Ich habe eine ganz spezielle Begleitung für dich. Wer könnte das nur sein? Ja, Meister. Ich tue mein Bestes. Das weiß ich, Kind. Leb wohl. Was natürlich auch toll an Warcraft 3 ist, dass verschiedene Elemente wie zum Beispiel Mittelalter, Magie und zum Beispiel bei den Zwergen, die dann schon so eine Art Panzer bzw. Helikopter haben, dass diese Dinge halt kombiniert werden innerhalb von Warcraft 3. Okay, Kapitel 3. Die Verheerung der Seuche. Drei Tage später in Alterac. Das ist eine Art Gebirge. Arthas und seine Männer warten bei einer Kreuzung der Königsstraße. Gebirge, Hügel, was auch immer. Das sind übrigens Ogre. Ja, und die hat sie relativ gut vertrieben, würde ich einmal zu behaupten wagen. Ja, das scheint mir auch so. Also, Jaina, wie ihr wahrscheinlich schon mitbekommen habt, ist eine Zauberin. Unsere Informanten glauben, die Seuche brach in der Region nördlich. Und kann daher auch verschiedene Magieangriffe wirken, beziehungsweise Elementare beschwören, die einen dann innerhalb des Kampfes helfen. Okay. Damit beginnen wir jetzt erstmal einmal Kapitel 3. Hier jetzt einmal ein paar Fähigkeiten von Jaina zeigen. Also Jaina. Wasserelementargeist ist, wie ihr schon gesehen habt, diese Welle da, die einen dann innerhalb des Kampfes hilft. Okay, hier haben wir schon wieder einen Nebenquest. Jo, bei der Brücke stimmt was nicht. Lasst uns nachsehen. Das ist sicher wie eins. Ach. Und wir müssen ihn natürlich bewältigen, diesen Weg. Naja. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr jetzt das... Audiomäßig das hier verstehen könnt.